Willkommen, mein Name ist Sascha und heute haben wir einige Neuigkeiten aus der Wissenschaft, genauer aus der Quantenphysik, auch wenn diese Neuigkeiten nicht mehr wirklich neu sind. Das unmögliche Partikel. Es gibt ein Partikel, das vom Aufbau her sehr einfach ist, jedoch sagt die Wissenschaft, dass es nicht existieren kann. Der Grund dafür ist das Pauli-Prinzip. Das Partikel heißt Tetraneutron. Wie der Name sagt, besteht es nur aus vier Neutronen. Normalerweise finden wir Neutronen in Atomkernen. Einzelne Neutronen zerfallen innerhalb weniger Minuten. Das Pauli-Prinzip sagt nun, dass es unmöglich ist, dass Neutronen einen Verbund bilden können. 2002 hat ein französisches Forscherteam Beryllium 14 auf Kohlenstoffatome geschossen. Anstatt vier einzelner Signale von Neutronen erhielten sie Signale eines Tetraneutrons. Andere Wissenschaftler konnten diese Ergebnisse jedoch nicht reproduzieren. Vor einigen Monaten hat nun ein Team im RIKEN-Forschungslabor in Japan Helium-4 und Helium-8 Kerne zusammengeschossen. Sie erwarteten zwei Helium-4 Kerne und vier einzelne Neutronen. Der Detektor hat jedoch diese vier einzelnen Neutronen nicht registriert. Stattdessen gab es eine kurze Pause, bevor der Detektor die Zerfallsprodukte der Neutronen registrierte. Die Forscher schlossen aus der festgestellten Energie, dass die Neutronen in der kurzen Pause ein Tetraneutron bildeten. Sollten Tetraneutronen tatsächlich existieren, könnte es erklären, warum Neutronensterne existieren können. Winziger Gaschromatograph. Die Wissenschaftler in der Technischen Universität Wien haben einen Gaschromatographen gebaut, der mit einem Laser arbeitet. Dieser Laser ist ein ganz spezieller. Es ist ein konzentrischer Quantenkaskadenlaser, der nur im Infrarotbereich strahlt. Die Forscher sagen, dass diese Wellenlänge optimal ist, da viele Gase nur Licht aus dem Infrarotbereich absorbieren. Da sie zwei solcher Laser in einen Aufbau verpackten, konnten sie den Laser und den Detektor in ein sehr kleines Gerät bauen. Laut den Forschern ist es mit dieser Technologie möglich, mehrere solcher Laser auf einen Chip zu bringen, um mit verschiedenen Wellenlängen zu arbeiten. Ein Schritt in Richtung Quantencomputer. Es gibt viele Probleme, für die unsere konventionellen Computer einfach zu langsam sind. Damit meine ich nicht, Minecraft mit Shadern zu spielen, sondern ernsthaftere Probleme. Eines der berühmtesten Probleme ist das Problem des Handelsreisenden. Das besagt, dass ein Handelsreisender mehrere Städte anfahren will, wobei seine Tour wieder in der Startstadt enden soll. Dabei braucht er natürlich eine optimale Route. Wenn es sich nur um wenige Städte handelt, kann natürlich das Problem auch mit unseren herkömmlichen Rechnern schnell gelöst werden. Wenn die Anzahl der Städte jedoch in die 1000 und mehr geht, können wir das Problem nicht mehr in einer wirtschaftlichen Zeit lösen. Ja, je besser die Lösung wird, umso mehr Geld kann von einigen Firmen gespart werden. Hier beginnt das Problem. Unsere normalen von Neumann Rechner sind zu langsam. Wir brauchen eine neue Generation von Computern. Eines dieser neuen Computermodelle ist der Ising-Computer. Dabei werden elementare Magnete genutzt, die Spin genannt werden. Diese Spins beeinflussen Nachbarspins. Um das Modell einfach zu halten, sagte Ising, dass die Spins nur ihre direkten Nachbarn beeinflussen. Um so einen Ising-Computer zu realisieren, ist ein allgemeineres Modell nötig. In diesem allgemeineren Modell beeinflussen die Spins nicht nur ihre direkten Nachbarn, sondern auch die, die weit entfernt sind. Hier ist das Problem des Konzepts. So ein Computer wird sehr schnell sehr komplex. Um genau zu sein, quadratisch. Das bedeutet beispielsweise, wenn sich 100 Spins gegenseitig beeinflussen sollen, gibt es 10.000 Abhängigkeiten. Die beiden Forscherteams der NTT Labs in Japan und der Stanford University in den USA waren in der Lage, eine Lösung zu finden. Sie nutzten einen gemischten Aufbau aus optischen Oszillatoren und einer sehr schnellen Auswertungselektronik. Die optischen Oszillatoren bauten sie an ein Glasfaserkabel. Die Oszillatoren strahlten nun Licht aus, das durch die elektrische Schaltung ausgewertet wurde. Natürlich konnten sie damit noch nicht das Problem des Handelsreisenden lösen. Sie wollen noch weitere Oszillatoren hinzufügen und wissen noch nicht, ob ihr Aufbau mit Schwierigkeiten wie Rauschen funktioniert.